Tada! Da sind wir wieder. Let's play World of Tanks. Und zwar mit dem Objekt 140, gespielt von The Best Will Survive. Kloster ist die Karte, Top Tier ist er, mittleren Panzerhammer. Also, was soll man noch mehr sagen? Lustig, er hat schon gerade in den Chat geschrieben, yes, Matchmaking, good job, thanks. Ja, als Top Tier würde ich mich auch immer freuen, oder freue ich mich auch immer. Jetzt sind wir mal gespannt, ob er denn auch dem Top-Tier hier Ehre erweisen wird. Aber die Stats per se schauen so aus, als ob es das klappen könnte. Ich sehe ja auch immer, wie gesagt, immer nur die Post-Screens und sehe, okay, aufgrund dessen nehme ich es, aber zum Anschauen tue ich es nach wie vor immer mit euch das erste Mal. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Was er schon mal untypisch macht für den mittleren Panzer, das normalerweise kennt man es, dass die eher in die Mitte der Karte zum Kloster hinfahren. Also dass er hier diesen Weg für sich nimmt, ist eher ungewöhnlich. Und jetzt versucht er von hier ein bisschen was zu spotten oder auch natürlich zu beschießen. Aber er kommt hier auf nichts drauf aktuell. Unten kommt ein CDC. So, hier sieht er auch noch nichts. Oh, da ist was. Da war was. Da ist der Leo. Jetzt guckt der Leo weg. Jetzt kann er... Zack. Und nochmal. Sehr schön. Da hat der Leo ganz schön schlecht gemacht, muss man ja sagen. Oh, so. Oh Gott, und die trifft natürlich. Soundmod, cool. Ah, so eine Schelle von der Sud direkt zu bekommen, das macht gar keinen Spaß. Gleich mal fast mit einem Schuss fast die Hälfte abgezogen bekommen, sagen wir mal 2/5. Jetzt orientiert er sich direkt nach hinten, ist auch gut so, weil da sieht man, die Seite war in keinster Weise beschützt worden. Also die Gegner konnten über die Achterlinie komplett durchfahren. Und jetzt muss er natürlich zum Base Dev ansetzen. Er kommt hier nicht drauf. Doch, sogar schon. Sehr gut. Und jetzt hier den FV. Ah, schade, schade. Was kommt da drüben? Er hat den AMX auch schön im Blick. Aber nach wie vor kommt er ihn leider nicht rein. Vielleicht spottet er den ja jetzt wenigstens gleich. Da ist er. Nein, daneben. Der Rheinmetall haut natürlich gut hin. Na, T-34 so nicht. Sehr schön, aus der Hüfte. Sehr, sehr nice. Das Objekt hat ihn dann weggemacht. Und jetzt kommt hier das Foch, die Foch, der Foch. Auch schön einen in die Seite. Der Reload ist natürlich unglaublich toll mit 5,4 Sekunden. Und dann dem Schaden. Also das ist wirklich eine schöne Sache an dem Panzer. T-34. Jetzt übrigens fürs Lehrbuch, meine Damen und Herren. Der kriegt den Panzer rein, aber geht nicht auf, dadurch, dass er sozusagen weiter weg von dem Busch fährt. Macht er sehr gut. Das heißt, er nimmt ihn jetzt in die Optik, genau. Und fahrt 15 Meter. Das muss man vom Busch weg sein, dass man nicht mehr aufgeht. Also, so macht man es ganz richtig. Aktuell 5:6. Gegner hat aber schon einen 10er heraus. 2 9er. Sie wiederum eine 9er und sonst nur 8er. Da fahren aber auch alle Artis mittlerweile tot. Da ist der 1390 wieder offen, aber diesmal kommt er nicht drauf auf ihn. Da fehlt noch ein kleines Stückchen. Oh, 5:8, langsam dreht sich's. Leider in eine Richtung. So, jetzt ist er wieder offen. Sehr gut, der Rheinmetall hat ihm da wohl eine verpasst. Jetzt ist er offen, jetzt muss er eben schnell eine verpassen. Ja, sehr gut, wichtiger Kill. Aber Foch konnte den Rheinmetall rausnehmen. Das heißt, er hat kein Backup mehr hier auf seiner Seite, bis auf das Objekt hinter ihm noch.
Nee, jetzt ist er offen, da muss er aufpassen. Er sagt schon, dass er Hilfe braucht. Jetzt ist da noch ein Tiger. Das Objekt geht auf den Tiger. So, jetzt wird das Objekt gleich gefocht wahrscheinlich. Sein Team ist hier oben noch am Start. Da drücken sie rum, aber auch da werden sie dezimiert. Gerade der nächste Löwe gefallen. Foch ist jetzt rum. Jetzt muss er irgendwo den Tiger mal finden. Ja, jetzt konzentriert sich scheinbar wohl auf... Ja, genau. Fällt ihn jetzt in den Rücken. Nein, das hat nicht geklappt. Hat er leider zu sehr geshakt. So, schön in die Seite. Genau, nicht drehen lassen. Jetzt wird es kritisch. Jetzt lässt er ihn drehen. Fährt ihm vorne gut ins Rad, aber man sieht... Oh, und jetzt hat er ihn. Er prallt ab, der erste Schuss. Und er nimmt ihn raus, ganz wichtig. Dass er da abprallt, war ein Glück für ihn. So, da kommt der Tiger, 9 zu 13 steht's. Aus der Hüfte. Und er kriegt von dem Objekt, das er eigentlich beschützen wollte, hier eine rein. Hat man gut gesehen, er wollte eigentlich das Objekt helfen, aber beide entschuldigen sich. Kann er froh sein, dass er... ja, das nur... getrackt worden ist und sonst mehr auch nicht. Objekt hat halt eine schön hohe DPM, also seins. Macht er jetzt hier grandios. Spielt den Tiger komplett aus. Und das Objekt nimmt ihm dann auch seinen Turm weg. Nice gemacht. Aber da ist noch etwas gegnermäßig am Start. Also die Artis kann er auf jeden Fall sich schnappen. Oh, er schreibt auch, I will go for Arty fast. Also das, was hier gerade, wenn er so rausgeht und reingeht, da sieht man ganz schön, das ist sein Spielstil. Also er versucht auch immer einen Überblick zu behalten. Also da, er weiß wirklich, was er macht. Macht er sehr gut, gefällt mir sehr, sehr gut, wie er hier spielt. Jetzt ist der Rheinmetall hinten beim Objekt 704 aufgetaucht. Oh, jetzt ist das auch noch weg durch die Arti. Noch ärgerlicher, die er eigentlich ja gerade selber holen will. So, jetzt hat er die Arti hier offen. Oh nein, er schießt drüber wegen der Bodenwelle. So, erster Schuss. Und zweiter Schuss, Auto-Aim und weg damit, oder? Nein, schon wieder Bodenwelle. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt aber. Oh, jetzt wird gecappt. Da wird jetzt gecappt. Da kann man sicher sein, dass der Rheinmetall im Cap steht. Aber er dreht hier richtig auf. Schon fast im Beast-Mode unterwegs. Da ist die nächste Arti. Wieder daneben. Er und Auto-Aim, die sind gerade keine guten Freunde. Achso, jetzt konnte er ihn sogar ketten. Jetzt bitte diesmal mach ihn weg. Ja. Diesmal hat er ihn weggemacht. Und jetzt schnell zurück zum Decap. Ein Kill braucht er noch. Dann würde er sich wenigstens die Top Gun holen. Centurion ist richtig gut drauf. So, jetzt fährt er nicht unten entlang, sondern versucht dann von hier oben ihn aus dem Cap zu schießen. Hoffen wir, dass er ihn aufkriegt. Er ist offen, aber er sieht ihn nicht. Jetzt muss er hoffen, dass er schießt, weil erst dann wird er aufgehen. Alter, er sieht ihn nicht. Jetzt auch der Jagdtiger noch von da drüben. Rheinmetall schreibt schon, hey, hey, der weiß genau, dass er nicht aufgeht. Ist unglaublich ärgerlich, so zu verlieren. Er trifft ihn! Ist es die Möglichkeit? Da kommt das Hehe zurück.
Jetzt muss er aber, er muss hier was tun. Nochmal wird er dem wahrscheinlich. Also so. Oh, unglaubliches Glück. Aber wie gesagt, er hat noch die Jagdtiger im Heck. Genau, da muss er jetzt weg. Ist offen, aber. Jetzt muss er auch noch kurz warten, bis er wieder zugeht. Bis er nicht mehr. Oh, der nächste von vorne. Oh Gott, 22 HP. Also Wahnsinn, was er hier machen muss, was er hier reißen muss. Aber mal schauen, vielleicht die Top Gun würde ich ihm wirklich gönnen. Fucking OP Camo. Ja, die wird mich an seiner Stelle auch gerade stressen. So, jetzt schauen wir mal, ob er den wenigstens noch rausbekommt. Da ist er. Und er macht ihn im Fahren und er prallt ab. Sehr gut. Oh, Jagdtiger trifft ihn hinten. Alter Schwede. Und nochmal. Krass. Also, der ist hier drauf. Der geht hier ab. So, jetzt lädt er HE. So, kritischer Treffer. Oben, oben, oben. Ist wurscht. So, zack. Da holt er sich den Krieger. Ja, sehr schön. Jetzt hat er noch zwei Jagdtiger gegen sich. Was macht er denn da? Also mit 22 HP, da ist einfach nicht viel zu reißen. Wir betrachten mal wieder das Spielgeschehen aus einer sehr entfernten Vogelperspektive. Naja, ich übernehme das jetzt mal für ihn, die Kameraführung. Fürs Spielen sehr sinnig, was er macht. Fürs Zeigen eher nicht so. Draw or lose. Cap is or lose. Ja, es ist schwierig. An seiner Stelle wüsste ich jetzt auch nicht so wirklich. Also die Jagdtiger zu suchen und versuchen zu killen, wenn sie auch noch einigermaßen voll sind, ist echt sauschwer. Ein Cap vielleicht schaffen in der Form, dass die Jagdtiger einfach nicht da sind. Und er kann es einfach probieren. Ich würde es wahrscheinlich probieren zu cappen, ganz ehrlich. Ja, ihm wird natürlich sehr stark interessieren, wie viel HP die noch haben. Deswegen die Frage. Ich glaube aber nicht, dass er eine Antwort bekommt. Nee, er bekommt leider keine richtige Antwort. Aber er schreibt, er wird versuchen zu cappen. Das ist natürlich auch eine ganz schön lange Dauer, die das. Und er kommt auch gerade perfekt dazu, weil er braucht 1 Minute 30 und das Spiel hat noch 2 Minuten. Also. Da muss er jetzt ein bisschen Glück haben, dass die auch einfach nicht hinterkommen. So. Also, es geht hier wirklich gerade so auf. 15 Sekunden in etwa Unterschied. Da ist der Jagdtiger. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt muss er hoffen, dass er so einen guten Tarnwert hat, dass er ihn trotzdem hier nicht sehen wird. Alter Schwede, ist das eng. Aber in einer Minute, da kannst du halt auch schon noch den Hügel hoch und runter fahren. Also das sollten sie eigentlich packen, die Jagdtiger. Oder selbst wenn einer oben stehen bleibt und der andere fahrt hoch. Und die sind ja auch noch im Zug. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Die beiden sind im Zug, können also auch wahrscheinlich gut miteinander kommunizieren und sich absprechen. Ja, das ist wirklich Zerreißprobe bis zum Äußersten. Komm, 15 Sekunden noch. Wo sind die Jagdtiger? Wo ploppen sie auf? Ja, er kriegt sogar schon hier ein Nice Object. Also unglaublich. 3, 2,
1, 0. Er hat es geschafft. Er hat hier den Sieg rausgefahren und hat es hier wirklich allein gecarried. Brutal gutes Spiel. Unglaublich toll gemacht. Hat mir sehr gut gefallen von dir, The Best Will Survive. Und ich hoffe euch doch auch, wenn ja, ihr wisst doch, ein Abo, ein Kommentar und Daumen. Immer alles gerne. Bis bald. Ich wünsche euch alles Gute, euer Ekeramba.